Aber gut, Alter, ich sehe das. Wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde mit fucking IKEA-Rants verdroschen. Weißt du, ne, ihr seid wegen Double Dash hier, nicht um irgendeinem so Psychopathen zuzuhören, wie er über IKEA rantet. Nee, Copyright! Woohoo! Looking for. Ah! Ich glaube, das lassen wir mal. Der sucht dann automatisch Zeug. I like that. Nein, IKEA verdient es, dass man Scheiße über sie redet. So ist es halt. Jeder, den ich kenne, sagt, das ist ein Scheißladen. Und ich so, yes. Is right. Natürlich, mache ich das so? Ich glaube ja. Sieht ganz gut aus. Ich meine, das sieht ganz gut aus, so wie es ist. Nee, ich bin nicht wach. Ich glaube, ich bin einfach nur in einem komplett anderen mentalen Zustand. That's the same, I guess. So, ich glaube, fahre ich die Kombi, die ich sonst immer hatte? War Waluigi eigentlich ein Dicky? Nee, ich glaube, Waluigi war... Waluigi ist ein Mittel. Wario ist ein Dicky. Die haben das fucking Cabrio. Oder das Fass. Oder das coole Ding. Stimmt ja, man konnte diesem Spiel tatsächlich Zeug freischalten. Ich glaube, das Ding war gar nicht so schlecht für den Anfang. Ja, Double Dash war geil damals. Es ist geil. Wie ich finde, eins der besten Mario Kart Spiele. Auch wenn es, vor allem... Mario Kart Double Dash hat halt echt gute Funktion, was hier Multiplayer angeht. Wo drift ich? Achso, da drift ich. Yo. Fuck. Wie gesagt, ich finde Double Dash ist einer der fucking besten Teile. Allein wegen wegen diesem Feature von diesen Character Specific Power-Ups. So, ja, und in dem Sinne auch mal entschuldigt mein Suck. Habe ich nicht noch... Vor allem, ich finde, es ist auch mit eins der chaotischsten Mario Karts. Weil der Fucker hier fetzt immer noch durch die Gegend. Und Multiplayer ist halt geil, weil du hast halt... Der eine benutzt halt die Items und der andere fährt halt nur. Boah, Alter. Ja! Affe ist okay. Nein! Den Pilz wollte ich. Oh, no!
from Bad and Baby Games. Ich wäre auch damit durchgekommen, wäre es nicht um diesen verdammten Red Shell, Blue Shell gewesen. Ging das so? Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Superstart ging. Ja, die einzige Option, die du halt heutzutage noch hast, ist Mario Kart 8 Deluxe. Und da muss man dann sagen, I hope you like to pay Mario Tax. Get fucked. Kommst du mir nur so vor, da ist Double Dash ein bisschen floaty, was die Controls angeht. Das fühlt sich ein bisschen weird an, wie man lenkt. Wahrscheinlich muss ich da erstmal wieder reinkommen. Oder ich habe einfach das schlechteste Kart gewählt. Yeah, that's fair. That's Mario Kart for you. Ach so, die haben den. Ja, Mensch. Och, komm, was ist denn das hier? Oh, ja, nice. Oh, ja, nee, komm, nicht tun das. Wo ist denn der erste ganz? Willst du mich verarschen? Bin ich so scheiße in Mario Kart geworden? Ja, der hat immer noch den fucking, diese Herzen. Stimmt, die waren halt auch nur milde broken. Alter, bin ich scheiße. I feel ya, man. I fucking feel ya. Let's try again. A little bastard. Ich glaube, wir brauchen einfach nur... Wer hatte noch gute Items? Die fucking Babys hatten, glaube ich, ein richtig asoziales Item. Wir nehmen mal den unnötigeren von beiden. Baby Lugi. Oder war... Never. Oh, das machen wir mal so. Mist. Ich weiß halt nicht mehr, wie der Superstart ging. Uh-oh. Konnte doch auch irgendwie... Irgendwie kann man doch auch Characters wechseln. Habe ich den Knopf dafür nicht belegt? Mein Mapping scheint mir sowieso ein bisschen falsch irgendwie. Weil es fühlt sich halt gerade wie etwas an, was ich eigentlich so nicht als Tasten belegen würde. Sagen wir es mal so.
Geh weg! Alter, rote Shells sind ja mal langsam as fuck. Yeah, get fucked. Wario Sounds. Nee, komm. Fuck you. Ja, ich meine, ich hatte das Set aber hier auf meinen Controller gelegt. Also ich spiele auf dem Emulator, ne? Weil ich bin zu faul, mir meinen GameCube-Boss der fucking Dings zu holen. Yay, how does this work? Ich bin es halt gewohnt, dass die... Oh ja, die Feuerbälle, die gab es ja auch noch. Uh-oh. Uh-oh, Stinky. King Boo muss man ja auch noch freischalten. Das war, wie gesagt, das Schöne an dem Spiel. Du konntest halt echt noch einiges freischalten. Ich hab doch Z auf irgendwas gelegt gehabt. Uh-oh. Oh no! Du wirst aber nur im Hintergrund Mario sterben. Hab ich schon mal ein Item jetzt bekommen in diesem Rennen? Oder bleibe ich einfach nur mit purem Skill dabei? Doch, ich habe eins. Nice. Eat shit. I hope this works. Nope. Oh, schade. Yes! Get fucked! Alter, get fucked! Ich glaube, das war einfach der Cooper, der Scheiße gelabert hat. Guck mal, wie gut das auf einmal funktioniert. Ich bin halt legit zu geizig, mir Mario Kart 8 zu holen. Also Deluxe, weil ich sehe es nicht ein, Mario Taxes zu zahlen. Sorry, aber was anderes ist das nicht. Wir reden hier von einem fucking 6 Jahre alten Reboot. Nicht mal Reboot. Es ist ein fucking Re-Release. Mehr ist Deluxe nicht. Es ist ein Re-Release. Und da noch Vollpreishöhe zu verlangen, ist ziemlich dreist. By the way, das hier ist die schlechteste, beste Strecke, die es in diesem Spiel gibt. Ihr versteht, was ich meine. Oh, wow. Baby Woggy Wog. How did I... dodge that. Fuck. Alter, die haben die schon wieder. Ich dachte, das Item war voll selten. Oh, fuck. Baby Woogie Woogie.
Oh oh, Woogie Woogie Time. It shouldn't die. Ach, daneben. Woogie Woogie. Huggy Wuggy. Ey, bei der Olle. Wow, ich hab trotzdem. Nice. Für eine neue Version von Baby Park gibt man doch gerne 60 Euro aus. Nein. Ich gebe nicht gern fucking Vollpreis aus für ein Spiel, was so alt ist wie die Wii U. Sehe ich überhaupt nicht ein. Nur weil Mario draufsteht, ey. Ist nicht, gibt's nicht. Nächster, bitte! Yo, Harero, danke für den Sub, my dude! Shit. Brumm, brumm, sehe ich auch so. No. Yeah. Ich finde Mario Kart 8 jetzt nicht mehr. Es ist einfach, wie gesagt, es ist der Mario Tags, wo mich stört. Weil das Spiel ist alt. Und da hast du, wie ich finde, nicht mehr das Recht, noch so einen Preis zu verlangen. Auf vierter Platz Stern läuft, ne? Sehe. Und yep. Natürlich. Wieso ich? Baby Luigi, du hast keine Mama. Hör auf, sowas zu sagen. You just spawned. Yes, thank you. Nice yeet. Fuck. This is mine. Oh, komm. What? Das hat der Unparteiische aber. Nö, nicht Ei. Something saved me from egg. Nein, nein, nein. You fucking fucked it, Wario. You fucked it. Wow. Das ist das Zeichen, dass ein Spiel Retro ist. Und dass man Zahlen einfügen kann. Stimmt, man konnte auch fucking Multiplayer-Zeug damit freischalten. Warte mal.
Stimmt, man musste es mit allen machen, um Zeug freizuschalten. War das nicht so? Mach mal diesmal nur 100. Wir fahren mal den Gro... Nee, warte. Den Big Man himself. Wir fahren aber im coolen Mobil. Das coole Mobil ist zwar total scheiße, aber... Und Bowser fährt. Ich meine, natürlich fährt er sein Auto. Jetzt kriegst du auf jeden Fall genug Daisy Sounds, Gaudi. Stimmt, Gewichtsklassen waren in dem Spiel ja tatsächlich relevant. Massenmord. Und der Shell hat sich gedacht, nö, ich geh einfach von der Brücke. Und man konnte Leute schlagen, war das noch. Wow. Dann kann ich mir auch noch erinnern, man konnte Leute punchen. Du! Double du! Alter, Bowser, was? Das ist ein Problem! So, Bowser schnauzt Leute einfach nur an, das geht auch. Nice. Bäh. Dachte ich mir. Oh geil, nothing. Oh, überfahren. Your son is now dead. Das Spiel hat auch einen geilen Soundtrack, wenn man so drüber nachdenkt. Hat sie andere Soundclips? Ich meine... Du hast gerade gewonnen und das erste, was du sagst in die Kamera, Hi, I'm Daisy. Hi, eat pastry. Wie ging der Superstart nochmal in dem Teil? Das ist ja irgendwie in jedem anders. Ja, den Opel lassen wir mal vorbei. Hi! Suck my Schlong. Ja, Gumba, du musst es unbedingt nochmal durch hin, ne?
Hallo. Natürlich. This is what I like to see. Hallo. Drifte doch, was willst du noch? Ja, geile Comeback-Items. Richtig geile Comeback-Items. Nice. Ein roter Panzer. Oh no. Natürlich! Oh, komm doch an hier. Boah, guck mal, wo die schon sind. Ja, das Ding bringt mir hier gar nichts. Ja, geil. Fahr halt wieder zurück. Du Scheißgerät. Die hole ich eh nicht mehr ein. Vor allem nicht so. Bitte? Wie der mir einfach mal komplett ausge... Ja, fick dich doch. Hä? Mein Morgen war 3 Kaffee. This was big Zug. The one massive Zug. Hi. Yo, Alter, schmeiß mich in den Pool, ist richtig. Das ist es doch, was du sehen willst. Eine feuchte Echse. Alles geplant. Oh, geil. Hi, me Daisy. Is a me Dazzy. Is a me Dasai. Yes. Okay. Oh Gott, wo will der denn hin? Und Bowser denkt sich, yes, Massenmord. Bleh.
Schlaf, was ist das? What is the sleep you're talking about? Can I eat it? Hey, der Sound. Yeah, suck it. At least he's happy. Muss trotzdem halt nochmal besser sein als die, like, what the fuck? Zieh ab. Oh, komm. I punched a baby. And I'm going to do it again. Yes. Yes, Massenmord. Kannst du mich in Ruhe lassen? Danke. Kannst du aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Dankeschön. Das geht für euch alle. Alter. Wie weit vorne ist sie? Items klauen tut das Ding dann auch noch. Hi, eat Schnitzel. Ich war doch da gar nicht mehr drinne. Der Explosionsradius war klar und deutlich nicht mehr da. Ja, kann ich sowieso vergessen, weil die hole ich sowieso nicht mehr ein. Es sei denn, es regnet jetzt mal langsam Blue Shells. Wo ich das Gefühl habe, dass alle, die hinter mir sind, keinerlei Itemboxen aufsammeln. Außer wenn ich Erster bin, dann sagen sie sich alle, this is a nice item. Was war das denn jetzt? Auf einmal hat diese Maschine das Gefühl gehabt, handeln zu müssen, oder was? Nice. Und deswegen ist Mario Kart ein fucking Glücksspiel. Ja! Eine Banane, ja! This is why Mario Kart is a fucking luck-based game. I'd rather play Mahjong. Und das meine ich ernst, ich spiele lieber wirklich, würde lieber wirklich Mahjong jetzt spielen. Ja, das war einfach nur ein Zeichen von RNG. Was ist das für Rubberbanding in dem Spiel hier? Schon immer so schlimm. Eieiei, das ist sogar 100 CC nur gewesen. Deswegen gehen Mario Kart 8 Items auch nach Distanz und nicht nach Platzierung. Which makes perfect sense. So, das machen wir nie nochmal. This was a mistake. Lugi. Smoogie. Im Yoshi-Auto.
Danke für den Fanservice, so. No problem. Man fühlt sich auf einmal so viel schneller. Shit, wir wollen ja ihn nach hinten schmeißen. Was war das denn? Der ist auf nach Narnia. Shy Guys freut sowas. Alter, Hitboxen, what the fuck? Wow, wow, wow. Die Jause. Oh yeah. Luigi klingt einfach so zufrieden. Dann natürlich nicht. Es ist halt schön, wie der Drift häufig nicht funktioniert. Da zum Beispiel. Goomba! Abgefuckt. Nein, 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 nein. Nein, 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 no, 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 no. Ich habe kein X. Ich meine, ich habe X, aber... Na? Ich meine, natürlich habe ich X auf meinem Original Nintendo GameCube Controller, den ich gerade bestimmt in der Hand halte. Yes. Of course, yes, yes, yes. Du wusst? Richtig, get fucked. Könnte ich hier lang fahren? Ich glaube nur mit Pilz. Ja, Hitbox. That's nice. Stellt euch, by the way, mal wirklich vor, ihr würdet in dieser Welt ein Auto fahren. Würdet ihr ein Pilzauto fahren wollen? Wenn ihr genau wisst, dass euch nur Leute hinten reinfahren, nur damit sie einen Pilz bekommen? Würdet ihr das wollen? Oder wärt ihr lieber ein Bombenauto? Ja. Nein! Ich war doch da noch rüber. Crash Team Racing? Ja, habe ich sogar tatsächlich für PS4. Habe ich aber noch nicht gespielt gehabt. Der Drift, der will nicht. Natürlich! Kannst du mich mal nicht verarschen? Ja, richtig, get fucked. Oh, komm.
Das ist so weit vorne. Wo sind die ganzen blauen Panzer? Nicht ein blauer Panzer hier in dieser Runde. Nicht ein einziger. Alter, der Panzer hat einfach mal die Überholspur genommen. He was sick of this shit. Warte mal, Toad und Toadette habe ich auch noch nicht freigeschalten. Die muss man auch noch freischalten? Das fällt mir gerade ein, die gibt's ja auch noch. Who's the number one now, motherfucker? Special Cup 100cc, achso. Und war das nicht so, dass Petey und King Boohoo hier alle Special Items hatten? Deswegen die irgendwo ziemlich OP waren? Luigi, so Luigi wins. Luigi always wins. Hallo! Oh. Drifting is something. Wobei, ich glaube, das liegt hier bei mir mittlerweile eher an meinem durchgenudelten Controller. Das Ding ist so fucking ranzig eigentlich. Yes, get fucked. Get Waluigi fucked. Es ist, by the way, merkwürdig, dass hier ein Yoshi-Helikopter rumfliegt. Wenn wir genau wissen, dass sich Yoshi in sowas verwandeln kann. Oh, Double Kill. An derselben Person. Ich liebe diesen Riesenpanzer. Der Riesenpanzer ist einfach nur toll. Und ich meine, mit King Boohoo und Petey kriegst du immer nur, kriegst du dann dauernd diese Mega-Banane. Weil du die fast überall kriegst mit den Affen. Also müssen wir mal drüber nachdenken, dass das in Wirklichkeit keine Maschine ist, sondern ein lebendiges Yoshi. Was einfach uns beim Fahren zuguckt. Can we talk about this? Oh, Alter. Die Strecke wird einfach immer zugemüllter. Ersten Platz, ich krieg fucking den Mega Shell. Wie können die übrigens noch so nah hinter mir sein? Wenn die alles abbekommen, was sie haben. By the way, wenn jetzt ein fucking Blue Shell kommt, ne? I call fucking Hacks. Dann call ich aber die Hex des Haggigsten. Nice. Fuck you. Da, 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 da. One shot is to imagine that what lies beyond that Yoshi-copter. What dreams and crony and sustainker.
Alter, das ist richtig, ey. Wir werden niemals erfahren, ob dieser Yoshi-Copter real ist oder nur eine Illusion. Oh, by the way, wenn ihr schon immer eine Mario Kart-Strecke gesucht habt, die euch fisten würde, ne? Ich glaube, das ist dann die hier. Ich weiß nicht, ob ihr den Clip gesehen, ob ihr den kennt. Auf der Strecke, auf der Brücke am Ende. Wo legit dem Kerl alles passiert und dann vom ersten auf den letzten droppt. Dieser Clip ist basically Mario Kart in a nutshell. Wurde gerade von Donkey verprügelt. Hi, eat pastry! How did that not hit you? Yeah, get fucked! Affen die Klippe runtergeschmissen. Ist der schon wieder direkt hinter... Er ist schon wieder Dritter! Was ist das für perverses Rubberbanding? Er ist hier die fucking Brücke runtergefallen. Er ist schon wieder hinter mir. Manchmal würde ich halt zu gern für sowas so eine Out-of-Bounds-Kamera haben, nur um zu sehen, wie deren fucking Rubberbanding wirklich funktioniert, you know? Ich meine, ein Spiel, wo, was eigentlich auch auf meiner Liste ist, wo ich unbedingt mal demnächst streamen möchte, mal wieder, ist F-Zero X. F-Zero X ist halt geil in dem Sinne, weil wenn du da zu weit Erster bist und zu schnell Erster bist, dann kommt das Rubberbanding halt nicht mit und die Leute sterben einfach, weil sie mit dem Speed, den sie haben, entweder überall gegenknallen oder einfach die Klippe runterfallen und sterben. Also in dem Sinne, F-Zero X Rubberbanding ist absolut bestes Rubberbanding. Es war einfach schlicht und ergreifend in F-Zero, wenn du zu schnell warst. Es war einfach nur fucking Massenmord. Wenn du zu gut in dem Spiel warst. So, guck mal, so funktioniert das. Ach, guck mal. Ja, gut. Komm, den machen wir noch. Machen wir mit derselben Bande auf Misfits. Ah, nee, aber nicht damit. Nein, nein, nicht damit. Ich dachte, du gehst ganz zurück. Spezika. Oh Gott, das sind Strecken. Königreich der Illusion? War das nicht der GameCube-Teil? Beziehungsweise war das nicht der Teil, wo ganz merkwürdiges Specimen war? Ich meine, ich habe eine ISO davon. Ich meine, ich habe eine total legale Kopie davon. Aber ich weiß halt nicht, ob das Spiel was wäre, you know?
Weil es ist wieder, es ist so ein Yu-Gi-Oh! Titel, wo sich denkt, was sind schon die normalen Regeln, die wir sonst haben? Wir können einfach auch dann irgendwelche fucked up Custom-Regeln machen. Irgend so eine Bootleg-Scheiße. Aber die Strecke ist eigentlich echt geil, wenn man mal so drüber nach... Zum Verarschen? Man kann hier nur super schnell überall rausfliegen. Das war mir so klar, dass der Affe mich umbringen will. Ich hab's ihm schon angesehen. Allerdings, wie das nicht getroffen hat, ist mir ein Rätsel. Okay, wir gehen YOLO. JOL! Oh, nice. Und ein Item. Du Fickschnitzel. Ich finde tatsächlich, Special Cup ist in Double Dash sogar legitim ziemlich schwer. Also, nicht ziemlich schwer, aber, ne? Im Vergleich zu den anderen hat der Special Cup echt taffe Strecken. Alles klar, Gaudi, bis denn. Viel Spaß auf der Arbeit. Würde es auch schon immer mal sagen. Nice Comeback Items. Nice Comeback Items. Ja, stimmt, die Strecke hat ja nur zwei Runden. Das hier ist allerdings cool. Dieser mega lange Drift, den man machen kann. Oh boy. Nee, der geht schon kaputt. Weil er gefühlt jede Wand mitgenommen hat. Wo kommst du, Fucker, denn her? Get fucked. Oh, dich krieg ich noch. Oder auch nicht. Na, komm. Oh, er hat das schlechteste Kart im Spiel. Yes. Habe ich ihn runtergeschmissen? Nee, habe ich nicht. Ganz knapp aber. Hey, fast runtergeschmissen. Das Yoshi Card ist dead inside. Halt mal an. Was ist, wenn das kein Card ist, sondern wenn das auch ein richtiges Yoshi ist? Was, wenn ein Yoshi in einem Yoshi Card? Oh mein Gott. Die Strecke ist an sich nice. Ist Dino. Ist Jungle. Und die Strecke hier, gerade der Part hier. Gerade der Part hier ist tough. Wait, what? Können bitte noch 50 weitere Personen zuschauen? Ich meine, ich finde es schön, dass du mir sowas wünschen würdest. But why? Warum sollten sich noch... Oh, scheiße. Noch 50 Leute das Ganze hier geben wollen. Fucking Egg. Natürlich, der Pilz springt out of bounds. Ich meine, ich muss euch nicht sagen, dass so die Zuschauerzahl hängt nicht unbedingt an mir ab.
Das hängt halt auch viel davon ab, wie, ne, so Mund zu Mund, wollte ich schon fast sagen. Weil das ist so das Einzige, womit man heutzutage noch überhaupt irgendwie, ja, Cloud generiert, sag ich mal. So diese, ja, heißt das nicht anders? Weil Mund zu Mund klingt so bescheuert. Diese Fuck. Ja, es dauert einfach mal 3 Jahre, bis du wieder spawnst. Und suddenly bin ich Zweiter. Everyone fucked up. Everyone is fucked up. Das Einzige, was mich an der Map stört, ist die Musik. Die ist so langweilig. Oh yeah. Treffe ich sowieso nicht. Hier. Ja, das Ding hier zu schmeißen, wäre ja Blödsinn gewesen. Da habe ich Glück. Du schon wieder? Moment mal, das ist ein Yoshi auf dem Yoshi-Kart. How can you do this to your own brother? Why do you do this to your own kind? What's the matter with you? Crazed, perverted Yoshi! Yeah, get fucked. No, not me. Haha! It's become real. Ohr zu Ohr. Mundpropaganda. Danke, Draghi. Das meine ich. Also, ne. Ich bin limitiert darauf, wo ich meine Sachen poste. Ich packe auf YouTube was, wo ich sage, dass ich streame, und auf Twitter. Und natürlich werden Leute informiert, sofern sie mir followen auf Twitch. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Der Rest hängt legit von den Zuschauern ab. Von dieser Mundpropaganda halt. Aber ich denke mal, das muss ich euch nicht nochmal sagen, weil das ist eigentlich heutzutage so, ne? Jedes Mal, wenn man von irgendwem was retweetet, ist das für die Person schon eine ziemliche Hilfe, weil das, was sie halt macht, ist in jemand anderes Timeline. Timeline wollte ich eigentlich auch nicht sagen und das wollte ich erst recht nicht nach vorne schmeißen. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist dieses perverse Ding. Das Yoshi auf dem Yoshi. Du reitest deinen eigenen Bruder. Wie kannst du eigentlich nachts in Ruhe schlafen? Warntag war ein absoluter Reinfall, I tell you that. So viel zu, wer bremst, verliert. Ich habe einfach mal gebremst und da sind wir das Leben gerettet. Den kriege ich noch. Ich kriege ihn noch. Du perverses Vieh. Pack deine Zunge ein. Das ist ja widerlich. Shit. Na. Nur für die Banane. I need the fuck. Ich meine, sofern ich jetzt nicht ultra letzter werde, ist mir der Sieg eigentlich sowieso gewiss. Aber. Stimmt, in späteren Mario Kart-Teilen gab es dann ja auch halt noch die Tatsache, dass du halt noch 3 Sterne kriegen kannst. Je nachdem, wie du gefahren bist.
Und ich weiß noch, das war absoluter Pain. Weil manchmal bist du wirklich legit viermal hintereinander Erster geworden. Aber das Spiel war so nach dem Motto, ja, aber du bist nicht gut Erster geworden. Wisst ihr, was ich meine? Wenn sie mich jetzt halt noch in Ruhe lassen, wäre halt echt Töfte. Ich habe sowieso... Warte mal, das ist ja jetzt die dritte Strecke. Nicht nach vorne! Also ich kann mir nicht noch einen Kaffee holen. Das wäre mein vierter dann. Dann gehe ich absolut Hyperspace auf der Arbeit nachher. Das weiß ich jetzt schon. Dann gehe ich hier wirklich faster than light. Mann, an sich ist es genau das, was ich brauche heute auf der Arbeit. Oder brauchen werde. Ja, easy in der Tasche. Easy. Guck mal, wie weit die hinter mir sind. Kakakakakanchidase. Sehen Sie sich das, diesen Mann an. Mehr Kaffee als Mensch. Eine Naturgewalt. Muss um 2 heute arbeiten. Ärger, ich mache jetzt den Cup noch und ich glaube, dann spiel noch ein bisschen LOL. Geh da ein paar Leuten auf den Sack. Okay. This is the place where you die. This is a road, it's called a rainbow road. And you know this when you die. Da-da-da-da. This is a rainbow road. This is a place where you go. This is the place. Where you die. By the way, es ist unmöglich mittlerweile, das Rainbow Road Theme zu unhören. It's Rainbow Road is where you go. When you die, it's Rainbow Road. Suck my dick! Halt mal. Wir machen das jetzt echt mit Lyrics. Mir scheißegal. Einstellung. Audio. Aus. Aus, hab ich gesagt. Rainbow Road Song. There we go. It's called a rainbow road. It is a road that you go. It's called a road. It's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road. It's called a rainbow road. It is a road that you go. It's a road that you go when you die. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. It's a road called Rainbow Road. It's got Princess Peach, Mario, and the Toad. It's a road called Rainbow Road. It's a road we're all gonna go. We'll go. It's Rainbow Road. It's where you go when you die. It's Rainbow Road. I'll miss you again, Uncle. It's Rainbow Road. It's where you go when. Das ist zum Glück überhaupt nicht ablenkend oder so. Oh, Nut!
And then he died. It's called a rainbow road. This is a place where you die. Scheiße. Oh Gott. Nein! It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road. Oh, Alter. So viel Bananen. It's called a road, it's called a rainbow road. And you will know when you get there. It's called a road, it's called a rainbow road. Alter, die Rainbow Road hat's aber auch in sich. Ich glaube, die auf der Wii war aber auch noch ziemlich schwer. Halt mal. Gab's? Nee, nee, das ist nicht der. Oh nein. Nicht English Version. Jeder Tropfen Milch. Oh geil, Milka-Werbung. Oh, that's nice. CGI-Kühe, oh nice. Ein wichtiger Teil ihrer Gesundheit. Oh geil, fucking Zahnarzt, yeah. Oh, that's the shit. Ja. Das ist jetzt unser Leben. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario, ich bin so super cool. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario, ich bin so super cool. Ich kann dies, ich kann das. Ich bin Dr. Mario, ich kann einfach alles. Ich hab noch einen auf Lager. An einen erinnere ich mich noch. Ist aber halt erstaunlich, wie der Dr. Mario-Theme halt auch hier passt. Ich kann das. Ich bin Dr. Mario. Ich kann einfach alles. Ich pack das mal einfach unter, ja, 90s Kids Cringe. Ich darf sowas sagen, weil ich habe genau solche Leichen im Keller. Sounds fair? Sounds fair. Ich bin super Dr. scheiße. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario. Ich bin Dr. Mario. Ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario. Ich bin super cool. Ich kann dies. Ich kann das. Ich bin Dr. Mario. Ich kann einfach alles. Wie gesagt, ich habe meine eigenen Musikleichen im Keller. Ergo, ich darf das, okay? Ich weiß nämlich ganz genau, man könnte sowas genauso gut gegen mich verwenden und das wäre total fair und ich würde sagen, okay, sounds fair. Im Englischen heißt es, glaube ich, dann also I can all oder sowas. Oh. Ja! Emeroface zum Beispiel. Ich habe meine eigenen musikalischen Leichen im Keller. Ergo, Sven, ne? Hab ich noch gewonnen? Yes! Oh, geil. Oh, Flöten, yes. Ja, warte mal. Ist es das? Ich glaub, das ist es. Maximaler Genuss. Oh ja, geil. Noch mehr Milka-Werbung. Jetzt im Küchlein-Regal. Der Scheiß ist fucking monetized, by the way. Ich glaube, das ist es. Ist es vom selben User? Nee. Wo ist Kazooie?
Eben war er doch noch hier. Ja, vor allem. Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Bum, bum, bum. Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Wo ist Kazooie? Oh shit. Das beste Kart auf jeden Fall. Und zwei fucking Peasants. Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Wo? Da bin ich ganz ehrlich, da fand ich das Dr. Mario sogar noch besser. War das von demselben? Jeder Tropfen. Es ist vom selben. Der ist auf meinem Level, was Abonnenten angeht. Was macht der heutzutage? What does he do? Letztes Video vor 9 Jahren. Okay. Okay, this is how we do it. Der hat auch Let's Plays gemacht. Oh mein Gott, ich sehe ein 500 Abonnenten-Special und es ist einfach mal das uralte YouTube-Design. Oh mein Gott, der Typ hatte meinen Stil in 2009. Oh Gott, ja. Der Typ war genauso cringe wie ich. Der war so cringe wie ich, war der. Wisst ihr was, Leute? Wir spielen noch ein bisschen fucking LOL. Guck mal, ob irgendwer irgendwo rumsitzt. Ja, Vivi und Angel sitzen da. Und dann denke ich mir immer so, Bibi die Bubri. Und ich dann, keine Ahnung. Und dann merke ich so, nach, viel zu spät nach dem Motto so, das sieht ja gar keiner. Bibi die Bubri, dein ABC, ADC ist ein Nubidi. Hallo. Alter. Hä, wo? Rettet mich mal bitte aus der Cringe-Zone, ich will hier raus. My Demons, okay. ich möchte fucking aus dem Bällebad abgeholt werden, okay? Okay, das ist fein. Hat dich jemand schlecht im Bällebad angefasst? Was ist passiert? Zeig mir der Po, war nicht angefasst. Ist einfach, ich bin gerade in der Cringe-Zone gelandet, das ist alles. Oh no. 2009 Cringe-Zone, nee, warte, von wann war das? Ist schlimmer. Die Lieder, die ich abgespielt habe, halt. Oh boy. Glaube ich sogar noch. Ne, 2010. Alter, da war ich schon ein Jahr auf YouTube bei. Das ist immer noch meine Cringe-Zeit. Bei dem Dr. Mario-Video. Sometimes I'm proud to be German. Okay. Alles klar. Warst du davon stolz? Ist es traurig, dass ich hier sitze und mitsinge? Was zum Kuchen? The Voice of Depression! Nein, lass mich! Was hab ich ver... Was? Moment mal, dieser Mad Lad hat auch die englische Version gemacht und es hat fast genauso viele Aufrufe wie das... Wait, you need to see that. You need to see that, guys. Der Kerl, dieser fucking Mad Lad, hat das normale Video gemacht mit 175.955 Aufrufen. Und die englische Version hat legit irgendwie nur 30 Aufrufe mehr. Nee, Quatsch, das ist ein 2000, das ist, ja, aber trotzdem. Allein der Unterschied, dass da nur so 3000 zwischenliegen. Wie klingt die englische Version? By the way, bei League ist jetzt eine neue Mission drin. Oh, nice. 215 Psy-Orbs drin. Das ist jetzt die zweite davon. Es gibt die vielleicht, also wie es aussieht, würde ich jetzt mal sagen, die gibt es noch dreimal. Diese und dann noch zwei weitere Mal. Heißt insgesamt noch 600 Token, nur durch diese Mission. I can all. What a fucking die.